So. Die Fischer sorgen dafür, dass wir in der Lage sind, genug Nahrungsmittel zusammenzukratzen. Wir haben so viele Seen hier halt. Wir müssen die einfach alle benutzen. Und wir ernähren unsere Leute ausschließlich von Fisch. Das ist selten, dass wir das können. Unsere Fronten werden halten, dank der Macht des Quicksaves. Oder des Neuladens einfach. Wir brauchen noch irgendwo noch ein drittes Sägewerk, das wir irgendwo hin quetschen können. Hier oben ist eigentlich ein cooler Ort für noch ein bisschen mehr Baumaterial. Aber erstmal müssen wir ein paar Sachen festlegen. Wir legen fest, wir brauchen eine Goldschmelze auf jeden Fall. Wir brauchen hier oben eine Burg. Wir können da oben keine Burg hinsetzen. Wo ist... Okay, dann legen wir unsere Kampffront nach da hin. Wir wollen unsere Burgen dort haben. Wir brauchen nicht viele. Zwei werden reichen. Ich habe ja nicht vor, komplett zu übertreiben. Aber erstmal schließen wir hier noch eine weitere Baracke an, um Land zu stehlen und die Dinge hier sicher zu halten. Denn wenn das Gebiet weg ist, sind die Burgbaugebiete sicher. Das ist mal viel wichtiger als alles andere. Okay, Schub. So, noch mehr Kohle. Richtig schön vernetzen, den ganzen Spaß hier. Genau, Bergwerke brauchen nur Holz, um zu funktionieren. Und natürlich, ja, Spitzhacken und sowas, aber das ist klar. Setzt hier noch ein Sägewerk auf. Gut. Wird das ein Gebäude besetzt? Sehr schön. Hier rüber. Wir wollen diese schönen Steinfelder einfach komplett haben. Jetzt ist außerdem noch ein weiterer Fischer hier hin. Es ist mir egal, ob ihr das überfischt oder nicht. Nehmt einfach alles an Nahrung, was ihr kriegen könnt. Nachhaltigkeit spielt keine Rolle, wenn wir gerade einfach unsere Clownphobie ausleben und Clown zusammenschlagen müssen. Wir haben inzwischen sogar ein paar Soldaten, die gute Qualität haben drin. Etablieren wir schon mal, dass nur die Starken in den Garten gehen sollen. Was ohnehin schon von Anfang an hätte etabliert sein sollen. Fahren das mal auch ein bisschen runter. Ich möchte wirklich, dass wir neue Waffen bekommen können. Jetzt, wo wir einen starken Soldaten oder so haben, können wir den direkt einsetzen. Das hier will ich zerstört wissen. Schickt einen Mann. Da geht's direkt schon los. Angriff 2. Laden. Ich gebe zu, auf diese Taktik ist theoretisch jede Mission mit nur einem einzigen Ritter machbar. Aber in diesem Fall, ich möchte diesen Clown tot sehen. Angriff 2. Auf gleiche Art und Weise ist die Kaliber auch sowieso immer gemein zu uns. Der Art und Weise, wie die uns einfach teilweise angreift und dann
abnormal stark ist. Es hat nur pure RNG, sag Emma. Selbst wenn man die Chancen mit genug Gold und hochqualitativen Truppen hochgedrückt hat, unsere Hauptmänner werden trotzdem vom Gefreiten geschlachtet. So. Nein. Ja. Du brauchst das Zeug nicht. Sichern. Name neu. 28,3. Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt, wo wir anfangen können, ihn hier tot zu scammen. Hier wäre aber ein schlechter Zeitpunkt zum Angreifen, weil die hier gerade bei der Wachablösung sind. Unser Kollege würde sich einfach selbst umbringen. Das hier muss als nächstes zerstört werden. Denn in diese Richtung, das ist, wo die Waffenschmieden sind. Das darf nicht passieren. Also, Angriff. Schnappt ihn euch. Komm schon, my boy. Du regelst das. Angriff 3. Es ist so weird, dass die Community Nachwuchs bekomme. Ich schwör. Ja, ich persönlich hoffe, dass es noch für viele Leute viel noch genauso gut läuft. Ganze Siedlerfamilien. Das ist, was wir brauchen. Was ist daneben? Perfekt. Angriff 3. Nope. Laden. Persönlich freue ich mich sehr stark für Alkrepp. Das ist... Ja. Das ist kein... Das, ich freue mich einfach. Das ist eine sehr schöne Sache. Nein. Hör auf. Dieser Clown zum Beispiel. Dem wird Nachwuchs verwehrt. Den Jungen kastriere ich. Für die Frechheit, dass er sich weigert zu sterben. Perfekt. Joinks. Viel Spaß. Lappen. Oh, kriegst du kein Baumaterial mehr rüber? Ein Jammer, das holen wir uns als nächstes. Jetzt sind wir nämlich bei einem Zeitpunkt angekommen, wo wir ihn wirklich einfach repressieren. Wir unterdrücken den Jungen jetzt. So wie er es verdient hat. Okay, auf die dreckigste Art und Weise, die möglich ist, natürlich. Gebe ich zu, werde ich nicht drüber lügen. Da sehe ich nur gerade, wie unser Soldat einfach über den Boden rutscht. Tot. Ich würde nur herausfinden, was das für ein Teil war, was da gerade aufgeploppt war. Ja, sehr gut. Sehr gut. Nein. Ehe wir das Hauptquartier angreifen können, wird sowieso eine ganze Weile vergehen. Der hat doch sowieso wieder 20.000 Elite-Soldaten drin stecken. Sehr schön. Joinks. Als wir es mit dem Gefreiten am Anfang versucht haben, war das überambitioniert. Jetzt aber mit einem Unteroffizier. Gar kein Problem. Da schneiden wir als nächstes ab. Dann ist er abgeschnitten, kann nichts mehr tun.
So, speichern wir. 28,3. Und leihen uns das... Ah, warte, da wollen Leute vorbei. Okay, die Leute sind vorbei. Angriff. Noch nicht. Jetzt. Angriff 3. Oh, er ist tot. Na gut, dann laden wir neu. Nein. Die Sache ist, es ist ansonsten sehr, sehr viel vom Gleichen für den Anfang. Wobei ich zugeben muss, diese Mission ist zumindest was anderes in vielen Hinsichten. Aber wir sind auch wieder so nah bei ihm, wenn wir ihn nicht zuerst schlagen, schlägt er uns. Und dann wird das später nur ein riesiges Slog fest, um durchzuarbeiten. Verdammt! Wobei, nein, Siedler 1 hat kein wirklich Rush-Problem. Wir haben einfach die Möglichkeit, neu zu laden die ganze Zeit über. Gegen einen anderen Spieler würde es nicht funktionieren. Wobei die KI ein Rush-Problem hat. Die kommt einfach an und macht einen weg. Relativ oft. Wie oft hatten wir schon, dass wir einfach, dass sie mit drei Leuten angegriffen haben und einfach ohne Verlust irgendwas von uns genommen haben? Ständig, würde ich sagen. Ja, ich rechtfertige mich gerade vor mir selbst und vor euch. Aber nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen hätte. So, stirb. Nein, wirklich. Da geht kein schlechtes Gewissen rein bei diesem verdammten Clown. So. Jetzt ist mal Ruhe und wir können ein bisschen alle Ruhe aufbauen. Oh je. Hier wollten wir noch Holzfäller hinsetzen. Nein, nicht rausklicken. Und bestimmt nicht das Spiel schließen. So, für das Bauen brauchen wir einen Haufen Holzfäller. Und einen Haufen Förster. Hier fehlt uns noch ein Förster, weil die hier aufgebraucht haben. Pff, wisst ihr was? Wir sind verschwenderisch. Förster. Hierhin. Wir haben den einen, der hier arbeitet, aber der reicht nicht für das Ganze aus, was hier fehlt. Wir setzen hier auch noch einen Zusatzförster hin. So. Unsere Expansion können wir das Ganze unter Kontrolle halten. Die Sache ist nämlich, dass das jetzt eine Weile dauern wird, bis die ganzen Dinge gebaut sind. Ich glaube, ein Lagerhaus wäre cool. Ja, ich glaube, wir sollten hier ein Lagerhaus in der Nähe bauen, damit Soldaten von hier rekrutiert werden können. Das ist die Goldschmiede? Nö, ist es nicht. Eine Lagerhalle. Wir haben schon seit einer Weile keine mehr gebaut. Hier hinten kommt dann die Goldschmiede hin. So. Plop. So. Wir vernetzen das jetzt einfach mit so vielen Straßen, wie es irgendwie geht. Jetzt lassen die Wege hier ein bisschen kürzer. Eigentlich nicht, nein, aber scheinbar schon. Scheinbar schon, wenn die Leute den Weg hier gehen, ist das der kürzere Weg. So. Okay. Also Eisenerz wird schon gefördert die ganze Zeit über. Was wir nicht haben, ist Kohle. Kohle fehlt natürlich drastisch.
Aber dann arbeiten wir ja. Wir hier wieder einen Geomann hin, der soll uns das Gold aufdecken, das da rumliegt. Die Soldaten hier hinten sind einfach ein bisschen verwirrt. Hier hinten wollten wir riesige Mengen an Granit fördern. Das sollten wir sofort machen. So, Flagge nach dahin. Und so. Oh, Eisen. Gold war hier hinten, nicht wahr? Deswegen haben wir versucht, es hier zu stehlen. Was um alles in der Welt tue ich hier? Okay, da ist eine Straße, ich verstehe. Hier ist, wenn wir dann hier so eine direkte Ableitung hinsetzen, oder geht das? Kommt der hier auf sein Leben klar? Er hat Stahl, er hat kein Holz. Nun, am Holz wird gearbeitet. Und wir können das mal kurz verstärken, indem wir hier noch ein Sägewerk hinsetzen. Ich hoffe, wir haben genug Sägen. Und Äxte. Falls nicht, wäre es ein bisschen tragisch. Juhu, Gold. Schließen wir Goldmine hier an. Aber hier fehlt es dann wieder an Holzbrettern, die da rüber transportiert werden müssen. Wir können den hier einmal kurz abkürzen. Wobei der natürlich seine Holzstämme nicht bekommt, weil die hier nicht fertig sind. Ob wir Holzbretter rüber transportiert werden müssen. Was wir ein bisschen abkürzen können. Der Geweck von hier muss immer die Holzbretter nach dahin bringen. Okay, jetzt ist die Frage, dass wir zu warten, bis alles gebaut ist. Wenn ich jetzt weitere Baubefehle gebe, dann kollabiert alles. Also mehr als ohnehin schon. Ich gebe zu, ich habe vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Wir haben überall Baumeister, die hin und her rennen. Wir haben auch eine Axt, wir haben zwei Sägen. Das heißt, mit dem Sägewerk wird es funktionieren. Und Äxte bekommen wir auch schon zusammen. Bretter sind verbraucht, Granit scheint zu funktionieren. Und hier wird gerade das Zeug einfach runtergeschleppt. Die brauchen natürlich alle Kohle und wir haben noch keine, weil das nicht so richtig klappt. Hatte ich wirklich noch mehr? Ja. Komm, schließen wir direkt alle an. Wir werden viel Kohle brauchen. Ohne Kohle läuft gar nichts. Wo ist die Goldmine, mit der ich stehlen wollte? Die hier. Habe ich schon einen Auftrag gegeben, dass die gebaut wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten. Weil nichts gerade klarkommt. Oh, wir können hier eine Umgehungsstraße geben, die vielleicht das Ganze ein bisschen entlastet. Damit die Holzbretter auf direkterem Wege da hoch transportiert werden. So. Wenn es aus dieser Region kommt, können die nämlich direkt da hochgebracht werden. Wir haben eine Weile nicht gespeichert, das ist wahr.
Wunderbar. Wir haben den Gegner auf jeden Fall gut eingedämmt. Alles wird geil. Alles wird an diesem Punkt funktionieren. Ich will jetzt aber nicht das Hauptquartier und die anderen Gebäude angreifen, weil das Ganze nicht ausschließlich in einen Speicher- und Ladensimulator ausarten soll.